Hallo und herzlich willkommen zu The Evil Within mit Denoi. Hallo. Und meiner Wenigkeit Steven Sietzahn. Meiner Wenigkeit. Ach, hier steht's doch auch. Ah, ja. Ja, jetzt stehen sie richtig da, ja. Also jeder, der nicht weiß, was wir damit meinen im letzten Video, könnt ihr euch unten mal gerne angucken. Haben wir uns entflammt. Ja, da waren wir schon relativ weit, also haben wir schon ziemlich weit durchgekämpft gehabt durch die Halle hier. Und dann lag ein Gegner unten und Steven wollte ihn anzünden und die ganze Halle ist halt explodiert. Bisschen schade. Oh, aha, der sucht uns sogar, oder wie? Da war gerade noch gerade jemand, oder? Nicht, dass er die Dinger jetzt hier wegboxt. Aber ich frage mich nicht, dass der... Wir brauchen ja einen Schlüssel für hier drüben, für das Tor. Nicht, dass der Schlüssel hier drüben drin liegt. Ja, ich vermute mal, der wird hier irgendwo dazwischen sein. Hoffe ich. Hieß eigentlich auf Entflammbar, du darfst hier nicht schießen? Ich war auch hier so... Weißt du, liegt Streichholzer, weißt du? Ja. Extra so zur Provokation, ja. Ja. Das können die doch nicht machen. Kommen wir denn da hin? Hm? Weißt du, wo ist eine Puppe? Jetzt kam einer von links. Na gut. Wieso war der jetzt so schnell? Ich weiß nicht, da vielleicht irgendwas gehört. Eigentlich hätte sie auch mal eine Flasche nehmen können und einfach mal. Quer durch den Raum. Und dann? Ja, da rennen die alle dahin. Ich weiß doch noch gar nicht, wo ich hin muss. Naja, das ist ja die große Frage. Na, da kommt er wieder. Küsschen. So, und diesmal nicht anzünden. Oh oh. Oh Gott. Dreh dich um, jetzt wäre ich einfach da. Der hat eine Axt. Wenn du jetzt innen auf sich dazu rennen kannst, du einfach mit der Axt innen. Guck mal, kannst du hier hinten vielleicht. Da liegt sie da. Gott, ich komme jetzt. Na, der andere hat sich da einfach erschlagen. Ist die Axt verloren? Ja. Oh Gott, ich weiß nicht, ob du schießen sollst. Natürlich nicht.
Fabian, was machst du? Der sieht dich da immer noch. Tut ihn einfach erschlagen. Rennt doch nicht weg. Da wächst ja bloß noch die anderen alle mit auf. Oder willst du bloß die Karte? Du hast ihn noch nicht aufgehoben, oder? Fabrikschlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte, die neben einer Leiche in der Schaufensterpuppenfabrik lag. Guck mal, wie die Karte aussieht. Gut. Natürlich hatte ich die ganze Zeit gesehen. Was? Oh, das ist laut. Irgendwer sieht dich. Hä? Joseph. Er lebt noch? Das hier ist seltsam. Das ist ein sicherer Raum. Ja, geht auch noch. Kontrollpunkt. Würde ich ja Werbung machen für Red Bull, weißt du? Nee, machst du auch nicht. Aber die würden bestimmt viel zahlen. Jetzt nicht unbedingt an mich. Vier Red Bull. Aber würde es schon reichen, wenn sie jede Woche so eine Stiege schicken würden. So, schauen wir uns mal ein bisschen. Muss ich jetzt in nächster Zeit immer Postfach gucken? Nicht, dass ich eine Nachricht gekriegt habe? Ja, aber das ist wie mit einem Fußball. Es regen sich zwar immer viele auf, dass die so sind, wie sie sind. Wie? Na, es wird ja halt darüber aufgeregt, sag ich mal so, Red Bull hat er jetzt, oder ist schon seit einer Weile hier mit in Leipzig mit drin, also das heißt ja nur RB Leipzig. Achso. Aber ich muss sagen, jeder Verein wirtschaftet ja irgendwo darauf hin, weißt du? Wenn jetzt Dresden zum Beispiel ein Angebot gekriegt hätte für Red Bull, dass sie da mit dabei sind, hätten die da vielleicht auch nicht nee gesagt, weißt du, wie ich meine? Hm. Okay. Es ist halt nur doof, dass halt Red Bull, die haben halt, die wollten halt alles komplett haben, weißt du? Hm. Also die hätten jetzt nicht so, du hättest halt jetzt nicht die Name Dresden weiterlesen dürfen, sondern halt dann, was ich, RB Dresden. Red Bull Dresden. Ja, die hier ist ja Rasenballsportverein Leipzig. Also. Ich dachte gerade wegen dem RB Red Bull. Ja, ja, durften sie ja nicht nennen. Okay. Was liegt hier? Eine Karte? Warte. Ich gucke mir erstmal an. Ich gucke erstmal, was es hier noch so gibt. Eine Kiste. Das Paket. Entschuldigung. Vielleicht ist da schon eine Stiege drin, Red Bull. Police. Tagebuch von Sebastian Castellanos. August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in die Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört. Wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut. Aber ich kann nicht genug sagen, was es ist. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, Entschuldigung. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Okay. Also er hat schon selber irgendwo an sie gezweifelt. Also an Kidman, die
bei uns ist, ich weiß auch noch nicht so, also man weiß halt nicht, was hat die eigentlich für eine Rolle? Ja. Serienkiller Investigation Missing. Ich habe wieder was zum Lesen. Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmörder verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementiert unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Mhm. Okay. Krass. Gibt's hier auch wieder was? Nee. Diesmal nicht. Gucken wir mal schnell. Fühlen Sie sich besser? Willst du nicht erstmal die Zwischenschlüssel einlösen gehen? Vielleicht kriegst du da noch mehr. Grünes Gel. Nee, aber so ist das halt. Ich meine mal, ja. Das ist halt wie mit den Let's Playen irgendwo. Ich meine, klar macht man das als Hobby, aber wenn man jetzt dafür nochmal Geld kriegen würde. Warum nicht? Ja. Man kann jetzt ja trotzdem. Solange man nicht seine Videos verkauft, damit also. Ich würde es zum Beispiel scheiße finden, wenn ich jetzt Videos produzieren würde, würde die Rohdateien irgendwo hinschicken und die würden das dann zusammenbasteln und veröffentlichen und würden halt den Namen selber geben. Hm. Weißt du? Solange ich aber alles selber machen darf, ist das eigentlich in Ordnung. So, ich nehme gleich den da drunter. Oh nein, so wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Scheiße. Ah, toll. Nicht mit Gel, ja? Tja, das hätte ja sein können. Nur Schrott gekriegt, ja. Red Bull. Sag ich jetzt mal, guck dir doch mal die großen Vereine an. Bayern, ja. Telekom, Audi, Adidas, die sind alle da mit drin. Tja, was haben wir so Schönes? Ja, jetzt kannst du es nämlich mal zeigen. Maximale Sprintdauer. Nahkampfschaden. Das brauche ich glaube ich auch nicht. Also. Aber was machst du manchmal viel? Ja, weil ich so ein aggressiver Angehen bin, aber. Ja, na gut. Spritzenwirkung. Spritzenwirkung wäre eigentlich nicht schlecht. Egal. Oh. Gut, reicht erstmal. Oh mein Gott, Junge. Klopf, 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 klopf. Ich will speichern. Bum, bam, bum, bum. Und ich würde sagen. Wir sind aber erst bei 13 Minuten. Ist egal. Wenn jetzt eine große Szene kommt. Ja, kommt bestimmt nochmal irgendwas. Ja, wir sagen Tschüss. Jo. Haben wir mal ein bisschen kürzeren Part gemacht, aber die Parts danach machen wir wieder ein bisschen länger. Ja. Ich denke mal, es wird dann nur langsam Richtung Ende gehen. Und ja, hat uns Spaß gemacht, Red Bull zu trinken. Ist sehr erfrischend und kalt noch besser. Ach nee. Die Stolle von meiner Mutti schmeckt natürlich auch sehr gut, ne? So, jetzt nichts Falsches. Ich bin kein großer Stollenesser. Ja, aber die schmeckt, siehst du, ne? Wir können da mal kurz mal das Thema einspeisen, was du eigentlich schon aufgeschrieben hast. Das können wir mal mit dir eigentlich mal kurz mal reinbauen, oder? Meinst du? Ja, okay. Na, ich hätte so, wir haben uns mal unterhalten, was würde... Das können wir ja so mitnutzen. Wir sagen, was wir machen würden und ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Also, wie würdet ihr vorgehen? Willst du jetzt schon ein komplettes Thema ausführen oder was? Wie? Na, wir reden jetzt über eins und dann wie? Ich rede über eins, wie würde ich es machen, wie würdest du es machen und dann schreiben die Leute drunter, wie die es machen würden. Nee. Das machen wir dann anders. Wie denn anders? Na, dann machen wir ein eigenes Video davon, weil es... So, na ja, gut, dann ist das halt anders. Weil das kann schon ein bisschen länger dauern. Und ich fände es so ganz interessant, wenn die Zuschauer das vielleicht im vorne reinschreiben, wie sie das machen würden. Das ist aber im Video nicht machbar. Gut, wir sagen hier Tschüss. Seht uns beim nächsten Mal. Lasst euch gut genau da rein. Tschüss.